letzten Step nicht fallen ab. Dieses Werk lehnt solche Erweiterungen oder Projektionen ab. Nach einiger Zeit werde ich die Bilder nicht mehr brauchen. Dann sind die Bilder zu viel. Hier und jetzt. So schön. Wo fährst du hin? Irgendwohin solltest du fahren. Weit weg. Eine Tonkollage aus dem Hörbuch, The Falling Man. Ja, es ist irgendwie eine Arbeit, wo ich finde, es passt eben auch zu den Sandkastenförmeln. Es hat so etwas mit Bildern, mit Identität, mit zurückgeworfen werden auf einem selber. Es ist ein Drang von Haufen Ideen, die man im Kopf hat, wo man etwas umsetzen will, das einem drängt zu etwas. Ja, es gibt nicht eine IKEA-Anleitung fürs Bild und das ist jetzt so und dann versteht man es. Es geht mir eigentlich in meiner Arbeit sehr stark so um, was für Bilder werden generiert mit, also wenn du zum Beispiel am Strand stehst und du willst ein Foto machen, weil du in der Ferien bist, dann schaust du eigentlich schauen, dass möglichst Menschen weg sind und dass du ein schönes Wasser und den Strand hast. Und das ist das eine, dass ich so gefunden habe, Menschen sind wichtiger. Andererseits ist so das Thema auch, wie schnell kannst du heutzutage mit Photoshop einfach das wegretuschieren und die schönen Panoramabilder machen. Und von dem bin ich dann eigentlich so ein bisschen drauf gekommen, dass die Menschen irgendwo jetzt mal einen Platz brauchen und so aneinandergereiht. Ohne Hintergrund, also den Hintergrund gibt es natürlich durch Patina von diesen alten Brettern, wo man zum Teil das Gefühl hat, ist bei den grösseren Bildern noch stärker, dass so irgendwo ein Meer kann entstehen oder irgendwie eine Weite. Aber die Idee ist eigentlich auch, das sind oft so Abfallhölzer, Schwemmhölzer, die man irgendwo findet, im Container oder mit einzelnen, das rosa-rote, wo ich mal wirklich am Strand als Schwemmgut gefunden habe. Ja, also das Wertlose wieder aufnimmst und das als Bildträger benutzt. Das eine hat, so, wenn man es jetzt so von außen anschaut, das Miniaturhafte, das, was du als Kind auch gespielt hast mit so kleinen Soldaten, die dann auf einmal so ein bisschen zur Spielerei wird von Aneinanderreihung von Figuren. Andererseits ist das Präzise und das Malen hat auch etwas so ein bisschen mit dem kurzfristigen ein bisschen einen Wert gegeben. Es sind doch etwa 2 Stunden, wo ich mich pro Figürchen mit Boldmalerisch reinstürze und zuerst füttere. Statt einfach die schönen Strände aufzunehmen, nehme ich dann die Menschen auf und bin fasziniert von diesen Bewegungen, Haltungen. Es gibt ja dann auch so etwas Kulturhaftes, wo so Zwischenräume eine Rolle spielen. Verschiedene Gestiken, verschiedene kleine Armhaltung, Beinhaltung, die dann so ein bisschen zur Skulptur wird und eigentlich dann spannende neue Geschichten daraus entstehen. Und das ist eben auch eine konzeptuelle Arbeit, die für mich natürlich Livecam-Bilder aufzusuchen. Und ich habe angefangen mit mehr Bildern, wo ich einfach an Strand herumgereist bin auf der ganzen Welt. Die festzuhalten, die zu sammeln. Also ich habe bei den Strandbildern, das sind über 300-400 Bilder gewesen, und ich in der kürzesten Zeit zusammengekommen und aus denen wie so, also ich habe dann so wie tagebuchartig, ich habe jeden Tag ein Bild rausgenommen und dann einfach einen Monat lang Strandbilder gemacht, einen Monat lang Strassenbilder, einen Monat lang, das sind jetzt so Behausungen von, oder Futterplätze von Tieren. Das eine ist sicher das Nachmachen, aber das andere ist auch natürlich all das Zeug, was du erlebst und siehst, dass du da irgendwie deine eigene Welt entwickelst und die einen setzen das um wieder in Bilder und die andere in Sprache oder weiss ich nicht was. Du kannst ein ganzes feines Brot backen und du bist ein Künstler. Ein Ursprung von der Kunst ist der Sandkasten. Wo werden so die ersten Formenwelten konstruiert, wo du dann einfach lebst, ohne dass du überlegst, was machst du jetzt da. Oder